Bildung neu gestalten. Learning World in Zusammenarbeit mit WISE, einer Initiative der Qatar Foundation. Es gibt Schüler, für die ist es eine Herausforderung, zur Schule zu gehen. Sie nehmen dafür fast jedes Risiko in Kauf. Wir sehen uns Beispiele an, die versuchen, dieses Problem zu lösen. Fehlzeiten können schlechte Noten zur Folge haben. Aber in Teilen von Mexiko ist es so schwer, zur Schule zu kommen, dass es verständlich ist, wenn Schüler wegbleiben. Wir schauen uns ein Projekt an, das den Schulweg leichter macht. Die Zwillinge Christina und Christian haben Zeit, gemütlich mit ihrer Mutter Graciela zu frühstücken und sogar eine Stunde länger zu schlafen. Das verdanken sie den neuen Fahrrädern, die die örtliche Behörde von León im Rahmen des Programms zur Schule mit dem Fahrrad kostenlos zur Verfügung stellt. Mit dieser neuen Art der Fortbewegung bewältigen sie die 4 Kilometer zur Schule in Rancho Viejo in 20 Minuten. Davor mussten sie bereits im Dunkeln losgehen und über eine Stunde laufen. Sie kamen oft zu spät und durften nicht mehr in die Klasse. Dank des neuen Projekts haben rund 150 Kinder, die in ländlichen Gebieten wohnen, jetzt ein Fahrrad. Der Schulweg wird leichter und somit die Chance größer, eine gute Ausbildung zu bekommen. Meine Mutter weckte uns um 6:30, damit wir uns anziehen und fertig machen. Dann schickte sie uns zur Schule. Manchmal war der Weg schlammig, dann fuhren wir ab und zu mit dem Milchmann. Aber wenn wir ihn verpassten, mussten wir durch den Schlamm laufen. Manchmal ging ich zu Fuß zur Schule, manchmal fuhr ich mit dem Milchmann und manchmal mit dem Bus. Dank dem Fahrrad kann ich jetzt ein bisschen später losfahren und komme früher an. Die Verwaltung stellte Schulen in abgelegenen Gegenden Fahrräder zur Verfügung. Die Lehrer wählten aus, welche Kinder sie am nötigsten brauchten. In der Venustiano Carranza Grundschule haben jetzt 27 Kinder einen neuen Grund, um jeden Tag zum Unterricht zu kommen. Mit dem Fahrrad ist es einfacher für sie, zur Schule zu kommen. Die meisten radeln gern, also sind sie auch besser gelaunt, wenn sie ankommen. Einige von ihnen sagen sogar, dass das Radfahren ihnen mehr Lust auf Schule macht. Die Kinder kommen wacher in die Schule, sind aufmerksamer im Unterricht und werden weniger oft krank. Bevor sie Fahrräder hatten, verbrauchten sie ihre ganze Energie auf dem Schulweg. Denn in der Regenzeit sind die Straßen in den ländlichen Gebieten von León verschlammt. Oft kamen die Kinder nass und dreckig in der Schule an. Gerade in der Winterzeit bleiben viele lieber zu Hause. Das erklärt die hohen Schulfehlzeiten der Region. Das Fahrradprojekt scheint den Trend umzukehren. Ein wirksames Mittel, um den Kindern Lust auf Schule zu machen. Es gibt bereits Planungen für die Zukunft. Mit dem Budget für nächstes Jahr wollen wir weitere Gemeinden unterstützen, die bei uns angefragt haben. Schüler aus 3 Grundschulen, 5 Sekundar- und 2 Oberschulen aus abgelegenen Gegenden profitieren bereits von den Gratisfahrrädern. Die Initiative soll ausgeweitet und fortgesetzt werden. Die schwierigste Hürde für einige Schüler ist es, Zugang zu neuesten Informations- und Kommunikationstechnologien zu bekommen. Der nächste Bericht stellt ein Projekt vor, das dafür eine innovative Lösung anbietet. Aufgrund der schlechten Infrastruktur und des teuren Stroms haben in Uganda nur 5% der Bevölkerung Internetzugang. Deshalb wurde vor 5 Jahren das mobile Solar-Computer-Klassenzimmer-Projekt gegründet. Ein neuer Weg, um Zugang zu Informations- und Kommunikationstechnik zu bekommen. Die Initiative war ein WISE Award-Finalist 2013. 2 Lehrer fahren mit einem Auto, das mit 15 Laptops und 3 Sonnenkollektoren ausgestattet ist, Schulen in ländlichen Gegenden an und bieten Internetzugang. Wir gründeten das mobile Solar-Computer-Klassenzimmer, um Schulen und Gemeinden die Möglichkeit zu bieten, genauso Computer zu nutzen und informiert zu sein wie die restliche Welt.
Wo immer sie hinkommen, sorgt das Solar-Computer-Klassenzimmer für Aufregung. Wenn die Leute vor Ort von dem kostenlosen Computertraining hören, kommen sie hierher in die Bibliothek. Davon profitiert auch die Bibliothek. Das mobile Klassenzimmer setzt Trainingssoftware ein, die speziell für unterschiedliche Lernstufen entwickelt wurde. Das ermöglicht den Schülern, in ihrem eigenen Tempo zu lernen. Spiele und Rätsel machen den Unterricht unterhaltsam und lehrreich. Ich lerne, wie ein Computer funktioniert und mit der Maus und der Tastatur umzugehen. Außerdem lerne ich tippen. Seit 2008 haben rund 20.000 Schüler und 1.000 Lehrer in 55 Schulen ein grundlegendes Computertraining absolviert. Lehrer können jetzt das Internet nutzen, um nach neuen Lernmaterialien zu suchen und um sich mit Schulen auf der ganzen Welt in Verbindung zu setzen. Die Initiative hofft, jetzt permanente Computerräume in 55 ugandischen Schulen einrichten zu können. Der Traum unserer Stiftung ist es, dass die mobilen Solar-Computer-Klassenzimmer alle Regionen Ugandas erreichen. Wir wollen sicherstellen, dass alle lokalen Bibliotheken und Schulen Computerkenntnisse anbieten können. Und wir wollen möglichst viele Schulen mit Computern ausstatten. Das Projekt hat sich bereits nach Kenia ausgeweitet. Ein richtiger Lernzugang ist wichtig. Aber sehen Sie sich den folgenden Beitrag über einen französischen Dokumentarfilm an. Er zeigt die schwierigen und gefährlichen Wege, die Kinder auf sich nehmen, um eine gute Ausbildung zu bekommen. Ein Beispiel echter Entschlossenheit. Es ist das erste Mal, dass Salome und ihr Bruder Jackson außerhalb ihrer Heimat Kenia sind. Sie gehören zu dem Stamm der Maasai. In Paris scheinen ihnen der exotische Jardin des Acclimatations fast ein bisschen wie zu Hause. Der französische Dokumentarfilmer Pascal Plisson drehte einen Film über ihr Leben. Die Geschwister müssen jeden Tag 20 Kilometer durch die Savanne laufen, um zur Schule zu kommen. Es ist eine Reise voller Hindernisse, denn es drohen viele Gefahren wie wilde Tiere. Jackson ist 13 Jahre alt. Wenn ein wildes Tier vor dir steht, sollte man besser nicht versuchen, an ihm vorbeizugehen. Das könnte dein Leben in Gefahr bringen. Einmal war ein Elefant vor unserem Haus. Elefanten können zwar nicht gut sehen, aber sie können Menschen sehr gut riechen. Und dieser Elefant hat uns gerochen, bevor wir ihn überhaupt gesehen haben. Wir liefen also fast in ihn rein. Er griff uns an und wir rannten weg. Ich möchte die Grundschule beenden und auf eine weiterführende Schule gehen und dann auf die Universität, um Professor zu werden. Die Geschichte von Jackson und Salome ist eine der vier Episoden aus dem Film Sur le chemin de l'école, auf dem Weg zur Schule, der vor kurzem in Paris Premiere feierte. Alle Geschichten des Films erzählen von jungen Menschen, die bereit sind, extreme Anstrengungen auf sich zu nehmen, um eine gute Ausbildung zu bekommen. Wir haben rund 50 außergewöhnliche Geschichten von Schulwegen erlebt. Für den Film mussten wir eine Auswahl treffen. Ich fand diese vier Beispiele außergewöhnlich. Es sind nur Kinder, aber sie sind wirklich entschlossen, zur Schule zu gehen. Der Vorteil, den sie haben, diese Kinder, die am Ende der Welt leben, ist, dass sie früh lernen, selbstständig zu werden, mutig zu sein, auf jüngere Geschwister aufzupassen etc. Deshalb sind sie tatsächlich reifer als westeuropäische Kinder und sie sind entschlossen, zur Schule zu gehen, weil sie wissen, dass sie mit der Ausbildung ihr Leben verbessern. Der Schulweg ist für Salome und Jackson sicherlich eine tägliche Reise, die ihr Leben prägt. Hatten Sie jemals einen schwierigen Schulweg? Wie immer freuen wir uns auf Ihre Ideen auf unseren Social Media Seiten. But for now, it is goodbye from all the Learning World team.
Learning World in Zusammenarbeit mit WISE, einer Initiative der Qatar Foundation.